Also, das ist ein Pfannenwohner. Als erstes sehen wir uns mal das Brett an. Das Spielfeld besteht aus 5 waagerechten und 9 senkrechten Linien und noch mehreren Diagonalen. Die Linien bilden 45 Punkte auf dem Brett. Auf die Punkte werden die Spielsteine angeordnet. 22 schwarze und 22 weiße. Die Mitte bleibt frei. Die Steine werden die Linien entlang gezogen. Ziel ist es, die gegnerischen Steine zu schlagen und vom Spielfeld zu bekommen. So, dazu gibt es 2 Schlagmöglichkeiten und ein paar Dinge zu beachten. Die erste Schlagmöglichkeit: mit seinem Stein auf den gegnerischen zuziehen. Die zweite ist, von einem gegnerischen Stein wegzuziehen. Wenn dabei mehrere gegnerische Steine in einer Reihe liegen, werden sie gleichzeitig geschlagen. Wird die Reihe durch eine Lücke unterbrochen, werden die Steine bis zu der Lücke geschlagen. Das gleiche gilt bei einer Unterbrechung durch einen andersfarbigen Stein. Habt ihr in eurem Zug mit eurem Spielstein einen anderen geschlagen, dürft ihr ihn noch weiterziehen. Dabei müsst ihr allerdings jedes Mal die Richtung ändern und ihr dürft nicht wieder auf eine vorherige Position des Zuges zurück. Das heißt also, ihr dürft in einem Zug nicht zweimal hintereinander in die gleiche Richtung ziehen. Wenn es mehrere Schlagmöglichkeiten gibt, wie hier im Beispiel, hier sind es 4, müsst ihr euch für einen entscheiden. Ja, Jungs, das war's erstmal zu den Regeln, jetzt wird losgespielt. Thank you.
Das war's also zum Pfanne-Runner. Viel Spaß beim Spielen. Bis zur nächsten Runde.